Magie, Lust und Bewusstsein. Dein Wandelraum mit Tabitha Suguna für das Göttliche in dir. Hallo meine Lieben, hier ist Tabitha Suguna vom Wandelraum für Magie, Lust und Bewusstsein. Und ich möchte heute über das Thema Selbstliebe, Selbstsicherheit und Mut sprechen. Bist du bereit? Also ich bin's nicht, aber ich sitze trotzdem hier. Ich sitze hier, weil ich ja mit euch etwas teilen möchte, was für mich und für mein Dafürhalten sehr wichtig ist in diesem Prozess, wo wir in der Menschheit gerade stehen. Und zwar geht es für mich um Selbstliebe und Selbstsicherheit. Ja, ich habe viele Jahre meiner Kindheit war ich sehr, 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 sehr schüchtern. Und ich bin eigentlich mehr so durchs Schulhaus gegangen, weil ich dachte so, wenn ich keinen sehe, sieht mich auch keiner. Hat leider überhaupt nicht funktioniert. Ich bin sehr, sehr schnell sehr groß geworden. Ich bin 1,85 Meter groß und keine Chance. Ich konnte nicht übersehen werden. Und dann habe ich angefangen, die Frauen zu beobachten. Habe mir gedacht, okay, guckst dir mal die Frauen an, die gemobbt werden und die Frauen, die beliebt sind. Was ist da der Unterschied? Ja, die strahlen Selbstsicherheit aus. Die haben tolle Klamotten, tolle Haare, Freundinnen sind immer oben auf, labern und die anderen, die schleichen halt eher durch die Gegend, gehen ein bisschen gedrückter, ziehen vielleicht so ein bisschen graue Maussachen an, damit sie nicht gesehen werden. Und ja, aus unerfindlichen Gründen, wir waren sehr arm, hatten wir damals Sachen an, die waren nicht Secondhand, die waren eher so Fifth Hand oder einfach noch älter. Und natürlich auch immer schon unglaublich aus der Mode gekommen. Ja. Wo Hochwasserhosen in waren, habe ich dann Schlaghosen anziehen dürfen und so lange spitze Kragenecken. Ja, da war es einfach nicht mehr in. Ich glaube, für meine Eltern war das noch ganz cool, so rumzulaufen. Aber für mich war das total der Horror. Und dann bin ich natürlich geschlichen. Und dann habe ich die anderen Frauen beobachtet und habe gesehen, okay, die gehen aufrechter, ne? Die sind so da, die gucken geradeaus. Die strahlen so eine gewisse Dynamik aus. Und dann habe ich angefangen, das zu kopieren. Ja, immer wenn ich dachte so, jetzt wird es brenzlig, dann bin ich so in diese Position gegangen, aufrecht und groß und so tun, als wäre ich ganz selbstbewusst. Haben dann Menschen oft zu mir gesagt, boah, die ist voll arrogant. Aber ich dachte, lieber arrogant, als dass die merken, dass mir mein Arsch auf Grundeis geht. So. Und heute bin ich an dem Punkt, wo ich so viele wundervolle Sachen gelernt habe zum Thema Frau sein, was ich so, so, so gerne mit Frauen teilen möchte, was weit über das hinausgeht, einfach nur sich zu schminken und schick anzuziehen und eine gewisse Haltung einzunehmen, um von der Außenwelt ja irgendwie wahrgenommen oder akzeptiert oder geschätzt zu werden. Das mag erstmal ganz gut sein, ja, so, dass du einfach in der Welt da draußen zurechtkommst, aber in dem Moment, wo es darum geht, dass du dich ganz authentisch zeigen möchtest, mit deinem Herzensbusiness, mit deinem Herzensanliegen für diese Welt und wo du spürst, das ist so wichtig für mich, dass ich damit rausgehe, weil das mein Leben als Frau total verändert hat. Ja, und dann siehst du dich an dem Punkt, dass du ein Video machen möchtest und Frauen zu Frauenkreisen einladen. Und du merkst, du machst das Video zum vierten Mal, ja? Zum ersten Mal geht der Rechner nicht. Bildaufnahme schon, kein Ton. Zweite Aufnahme, ging wieder was anderes nicht. Okay, anderes technisches Gerät, da war dann der Akku leer und dann war das und dann war das. Und ich dachte so, pah, ich bin doch so willig, dieses Video zu machen, mit dieser Botschaft rauszugehen. Warum klappt das immer nicht? Was soll denn das? Und ja, irgendwelche Verhinderungsenergien oder vielleicht wäre ich auch schwarzmagisch angegriffen, dass ich mich mit den Sachen zeigen möchte und die dunkle Seite der Macht will das nicht. Mag alles sein, aber da ist ja eine Resonanz in mir dafür. Und diese Angst,
Ja, ich mir gedacht, okay, die gucke ich mir jetzt einfach mal an. So einfach ist das dann auch wieder nicht. Das dauert schon ein bisschen und das erfordert wirklich eine Zeit, ja, sich die Zeit zu nehmen, sich selbst in der Tiefe zu fühlen, ja. Jeder fühlt ein bisschen anders. Ja, manche sind mehr so die Denkfühler, die haben dann halt so einen Impuls, oh, das ist Traurigkeit oder das ist das. Und bekommen dann vielleicht auch Bilder und Erinnerungen, wo sie da schon verletzt worden sind in der Vergangenheit. Oder es gibt die Menschen, die unglaublich so körperlich emotional fühlen. Die kriegen dann halt so Magenkrummeln oder da wird es eng in der Brust oder es gibt Haufen Symptome, die sich einfach ganz furchtbar anfühlen. Und wo wir halt unsere Schutzhaltung einnehmen und irgendwie ausweichen mit dem Körper. Ja, du merkst es sicherlich manchmal selber, wenn dich irgendwas belastet, dann drückt es oder zieht es und irgendwie hast du das Gefühl, dein Körper ist so wie eingesperrt und ist nicht mehr so frei im Atmen und in der Bewegung. Und ich habe mich dann auf den Weg gemacht. Ich habe ja einige Jahre Tantra-Massage-Ausbildung gemacht für Männer und Frauen, für Frauen nochmal ganz speziell, um wirklich zu gucken, welche Art sind die Schmerzen, die Frauen in sich tragen? Was gibt uns dieses Gefühl von Unsicherheit oder nichts wert zu sein? Oder was sind das für Geschichten? Was sind das für Dynamiken? Was sind das für Energien? An welcher Stelle habe ich als Frau Ja dazu gesagt oder das einfach gar nicht gemerkt, was mir da angetan wird, was ich mir selber antue, was mir meine Mutter oder meine Großmutter angetan hat, vielleicht, wenn sie weggeschaut hat. Ja, so, ich sage nur Thema sexuelle Übergriffe, Missbrauch. Wie oft schauen Mütter, Großmütter weg? Warum schauen die weg? Oder noch viel schlimmer, warum gibt es Frauen, die ihre eigenen Töchter beschneiden, ihre Körper verstümmeln? Und vor allen Dingen, wenn man weiß, und das ist ein Wissen, was ich auch total gern weitergeben möchte und was ich im Tantra erforscht habe, was bedeutet das, das Lustorgan der Frau aus dem Körper zu reißen? Was macht das mit den Frauen? Was macht das mit dem Energiefeld der Frau? Was macht das überhaupt in unserer Frauengeschichte? Im Thema, wie sind wir untereinander? Ja, Haremskonkurrenz, sage ich nur. Ganz heftiges Thema unter Frauen. Und ich bin immer mehr an den Punkt gekommen, dass der Schmerz, den mir Männer zufügen konnten, oft entstanden ist, weil meine Mutter nicht da war, weil sie nicht wach war, weil sie es nicht fühlen konnte, weil sie selbst in ihren Traumaschocks, Nachkriegszeit und was weiß ich nicht alles selber unglaubliche patriarchale Missbrauchsdynamiken im System, ja. Und da rede ich auch noch gar nicht von der Religion, was die durch ihre ganzen Regeln an Konstrukten erschaffen hat, um die Sexualität von Mann und Frau in ihrer Urform zu unterdrücken. Ja, warum? Weil da Schöpferkräfte sitzen. Weil wir über diese Lust und diese Kraft und diese innere Anbindung an unsere, ich sage mal so, dieser untere Bereich, der so von unten, von der Erde, so dieses archaische, irdische hat. Und von oben, ja, wo das Ätherische, das Geistige kommt. Und auf der Herzebene ist die Hochzeit, ja, da findet die Verbindung zwischen Himmel und Erde statt. Aber nur, wenn ich mit meinem hohen Selbst total verbunden bin und hier meine Anbindung zu mir selbst total da ist. Und das ist für mich die heilige Dreiheit, ja, diese Anbindung ans Urgöttliche, also an die Quelle, ne, an den Ursprung allen Seins und die Verbindung zur Erde, weil wir ja hier auf der Erde unsere irdischen Erfahrungen machen und dann wirklich über das Herz, ne, wir haben ja da auch die Verbindung zu anderen Menschen, zu anderen Wesen, zu Pflanzen, zu Tieren, zu den Elementen. Und da kommen drei krasse Ebenen zusammen. Und wenn die wirklich alle freigeschaltet sind und verbunden sind, ja, dann passieren auf einmal Wunder. Und da bin ich auf dem Weg und habe unglaublich viel geforscht, auch mit anderen Frauen. Und mir geht es jetzt sehr darum, Frauen einfach zu unterstützen,
die den Weg noch so vor sich haben und die auch eine weibliche Matrix suchen, an der sie sich einfach orientieren können, reiben können, erforschen, erfahren können. Das ist mir ein Herzensanliegen und das möchte ich rausbringen in die Welt. Und jetzt ist mein Ansatz einfach nicht mehr zu tun, nur so, als ob ich nicht schüchtern wäre und alles total im Griff habe, sondern ja, mir einfach zu erlauben zu sagen, ich habe Ängste und ich habe Angst, mich zu zeigen, weil es nicht immer gut gegangen ist. Es ist nicht immer gut gegangen, wenn eine Frau wirklich ihre volle Kompetenz, ihre weiblichen Magie gelebt hat. Ja, ich bin in Sachsen aufgewachsen. Da war die Gräfin Kosel in den Turm gesperrt worden. Warum? Die Gräfin Kosel war hier oben mega fit. Die hatte total helles Oberstübchen. Aber die war als Mätresse von August dem Starken halt auch sexuell sehr fit. So, und er konnte sich einfach nicht auf allen drei Ebenen mit ihr verbinden. Und das war damals absolut bedrohlich. Die anderen Männer haben gesagt, sperrt die in den Turm, weg mit ihr. Und diesen Turm, ja, den haben wir als Kind sehr oft besucht. Der ist bei Dresden in der Burg Stolpen. Und mich hat das einfach immer beschäftigt, wieso wird so grandiosen Frauen so viel Gewalt angetan? Und vielmehr noch, was können wir jetzt tun, wir Frauen selbst, um das zu heilen, um unsere Angst vor anderen Frauen zu heilen, unsere Angst zu heilen, uns zu zeigen, wie wir sind. Und abgesehen davon, kommt mir jetzt gerade in den Kopf, die Melisse ruft gerade von der Seite, dass die Melisse ein unglaublich tolles ätherisches Öl ist, was bei Ängsten unglaublich hilft. Darüber werde ich aber ein anderes Mal nochmal sprechen, wie ich da genau damit arbeite, mit der Angst vor der Selbstliebe. Habe ich jetzt mir selbst eine Kur verordnet, um einfach mich so von innen raus mit allem zeigen zu können, mit meiner Verletzlichkeit, aber auch mit meiner unglaublichen Power und mit meinem heiligen Zorn, weil ich bin dafür, dass jede Frau das mindestens das erfahren sollte, was ich weiß und noch mehr. Und dafür sind wir so viele Frauen, ja, um gemeinsam zu erforschen und zu erfahren, was heißt es wirklich, Frau zu sein. Und wenn ich Frauen in meinen Kreis einlade, dann gehe ich absolut davon aus, dass die total in Ordnung sind, so wie die sind. Die kommen also nicht zu mir, um jetzt was zu lernen, was sie noch nicht kennen. Ja, das darf auch passieren. Aber es geht mehr darum, dass ich jede Frau so erfährt, wie sie ist, sich damit zeigt und von den anderen dafür gewertschätzt wird. Und das machen wir über Öle und Körperarbeit. So, und jetzt verrate ich euch endlich, mit welchen drei Ölen ich gerade arbeite, um ja, diese Ängste gehen zu lassen und ganz sicher in meinem Körper und in meinem System zu sein. Das erste Öl, zeige ich mal so, das ist Loyalty. Entschuldigung, Loyalty. Das ist die Treue. Das ist eine Mischung. Welche Öle da jetzt drin sind, das habe ich jetzt gerade nicht nachgeguckt, weil ich heute lieber mit euch zu dem Thema arbeiten möchte. Genau. Also, ich aktiviere die Handflächen, mache dann mir wie so eine Röhre und dann atme ich das erstmal ein, weil ich möchte das ganz gezielt von innen in den Brustkorb bringen und dann beim Einatmen quasi so den Brustkorb aufdehnen. Okay, los geht's. Wenn du das kennst, kannst du auch gerne das Mula Bandha dabei setzen. Du ziehst die Energie so komplett ein, den Geruch und die Energie vor allen Dingen auch. Also stell dir wirklich vor, da sind ganz viele Pflanzenhelferlein und die verbinden dich jetzt mit der göttlichen Eigenschaft von Mut. Ja, das macht nämlich dieses Öl. Das hat so eine feine Qualität, dass es dich wirklich mit dieser göttlichen Qualität in irdischer Form, ja, weil die Pflanzen haben es ja schon irdisch verstoffwechselt, und das schenken die dir. Also zieh das in deinen Körper und unten
vom Perineum stellst du dir einfach vor, dass du den Muskel so nach innen oben ziehst, wie so in dem Zelt nach oben, dann kommt quasi durch das Einatmen von oben so ein Druck nach unten und von unten steigt die Energie auf und kann in deiner Mitte zusammenkommen. Und an der Stelle, wo es noch hakt, wo der Mut noch nicht komplett durchfließt, weil den Mut spürst du ja auch zum Beispiel im Becken. Wenn das Becken weit und entspannt wird, dann weißt du, ich sitze gut in meinem Körper und das läuft. So, hier weiß ich, wofür ich brenne und vorwärts geht's. Daran spürst du, dass es ankommt. Mach das ruhig ein paar Mal, ne? Diese Kompression und wieder loslassen. Ich mach's nochmal. Vielleicht seht ihr ja bei mir auch irgendeine Veränderung. Wow, danke für eure Aufmerksamkeit. Es hat mir jetzt so einen tollen Unterstützungspush in mein System gegeben. Ich habe tatsächlich an meiner rechten Niere seit ein paar Tagen so ein, es wird da sowas reißen und zupfen und knabbern dran. Und dieses Knabbern, das ist für mich so ein, ja, so eine traurige Wesenheit, die ich so aus dem Feld auch meines Vaters bekommen habe, der das auch schon seit 30 Generationen in seinem Feld hatte. So ein ganz starkes Minderwertigkeitsgefühl. Also wirklich so auf tiefster Ebene, ich bin es nicht wert. Und das merke ich jetzt, wird gerade eben mit dieser Atemübung leichter. Warum? Für mich fühlt sich das so an. Ich kann es ja gerade nur so teilen, wie ich das für mich wahrnehme, ne, was das so macht, das Öl. Ich habe vor ein paar Tagen ein tolles Theta-Healing mit meiner Kollegin und Freundin gemacht für mich zum Thema Loyalität. Wir haben uns das angeguckt und da stand drin in meinem Feld für Loyalität, das heißt totale Selbstaufopferung, total mich auf den anderen nur fixieren, was der braucht. Und meine Loyalität heißt, ich tue alles für den anderen und ich komme da drin nicht vor, außer natürlich als Dienstleisterin. Und das war durch meine religiöse Prägung auch so quasi mit amtlichen Stempel abgelegt in meinem System. Und egal, was ich an schamanischer Auflösungsarbeit gemacht habe, das hat zwar geruckelt, aber das ist quasi wie locker geworden. Ja, es ist so aus so einem tiefen Festhalten aus meinen Zellen so rausgekommen. Und ja, als ich jetzt mit dem Öl Loyalty, das kam dann auch ins Feld und sagte, arbeite bitte mit mir zu dem Thema, dann wirst du verstehen, okay, mache ich ja, ich höre ja, was die Öle zu mir sagen. Und dann hat mir das einfach mal gezeigt, guck mal, wenn du in deinem Leben vorkommst und du die wichtigste Person bist und du reibst dir das jetzt hinten auf den, die Rückseite vom Solarplexus. Also ich weiß jetzt nicht, was die Fachleute dazu sagen. Das ist, glaube ich, schon Brustwirbelsäule. Ja, das ist noch Brustwirbelsäule, genau. Ja, der Magen von hinten, so ein bisschen auf der Nierenhöhe. So, da so ein Stück, ungefähr so. Und das reibst du damit ein. Weil an der Stelle ist ein Portal. Na, wenn du da gut gestärkt bist, das heißt, du hattest als Kind einen super guten Rückenhalt, vor allen Dingen auch väterlicher und mütterlicher Art, dann hast du da hinten sozusagen wie so eine stärkende Schutzschicht. Bist du aber durch deine karmische Erfahrung oder durch eine Traumageschichte in diesem Leben quasi an der Stelle gebrochen worden, und das hat bei mir auch mehrmals auf der Körperebene stattgefunden, eben weil ich da energetisch gebrochen war, dann bist du von hinten, egal was da für Energien kommen, die gehen da hinten rein und pff, machen dich schachmatt. Du hast Angst, du bist nervös, du fühlst dich unsicher, du fühlst dich angegriffen und du kommst sofort in eine existenzielle Bedrohung, weil das dein System ja kennt. Okay, Bedrohung wahrgenommen, Flucht, sonst Tod. Und an der Stelle bringt jetzt Loyalty quasi mein eigenes Commitment in mein System, für mich selbst stark zu sein, zu mir selbst loyal zu sein, mich mit der göttlichen Qualität von Loyalität und geschützt und gehalten zu sein, zu verbinden. Und
das mache ich zum Beispiel auch in meiner Körperarbeit. Ja, ich habe jetzt ein Jahr bei Andreas Krüger in Berlin an der Samuel-Hahnemann-Schule die Leibarbeit kennengelernt. Und ich bin keine Heilpraktikerin, deswegen werde ich natürlich Leibarbeit nicht anbieten, aber ich werde den durch Andreas inspirierten Öle-Leib anbieten, also Öle-Beleibung, Öle-Verbindungen. Eigentlich geht es mir sehr stark um die Verbindung zu dir selbst, ja, zu dir und deiner Power. Und das mache ich quasi über Energie und Körperarbeit. Ich arbeite das in den Körper hinein und gucke, an welcher Stelle braucht das System die Unterstützung und diese Downloads in Form von irdischer, schon verstoffwechselter Form. Und da bringe ich das hin an die Stelle. Und es ist unglaublich, was das, wenn man das mal so 20, 30 Tage macht. Man kann es auch selber machen. Es ist aber ganz gut, auch wenn man das einmal installiert bekommt, falls du deine eigenen Zugänge hierzu noch nicht geöffnet hast, je nachdem, was dein Handling ist. Ansonsten kannst du es auch total gerne alleine nutzen. Also, ne, es hat eine Qualität, wenn ich das für jemanden mache, weil der bekommt dann von extern Liebe. Das kann wirklich einiges reparieren, was so im Kindesalter an Liebe nicht geflossen ist. Gerade wenn das mit den Ölen und der jeweiligen göttlichen Qualität noch verbunden wird. Genau. Und du kannst es auch selber machen. Da heilst du aber einen anderen Aspekt in Verbindung mit dem Öl. Und das ist jetzt gerade so mein Ansatz für mich, selbst noch viel mehr meine eigene Selbstheilungskraft in mir zu zünden und anzusprechen und zu gucken, was sind so meine energetischen, emotionalen Resonanzen und vor allen Dingen, was sind meine Glaubenssätze dazu? Genau, so zum Thema Loyalty. Lohnt sich da mal ins eigene System zu gucken, was dein System da für eine Nummer fährt. Genau. Wenn ich das jetzt selber mir einleibe, dann gehe ich erstens mal total in die Eigenverantwortung. Das heißt, ich erkenne zu 100%, dass ich Schöpferin meiner Realität bin. Das heißt, wenn ich jetzt gerade irgendeine Angst habe oder ein komisches Gefühl und ich nehme das Öl und gehe da mit mir selbst durch und fühle das und atme und ich habe dann noch meine ja, Korrekturen, die ich halt auf der schamanischen Ebene oder auch manchmal auf den Theta-Ebenen mache, in den morphischen Seelenfeldern, programmiere ich das halt dann für mich selber um in dem Moment, wo ich merke, oh, da hängt noch was. Und da gibt es ja tausende Tools, die echt mega toll sind und auch für jeden Geschmack etwas dabei. Ich persönlich arbeite halt selber sehr, sehr gern über den Körper. Genau. Und in dem Moment, wo ich selber programmiere, klar bin ich, ne, bin die Schöpferin meiner Realität, setze das Öl ein, dass es einfach auf der ätherischen und körperlichen Ebene so in mein System geht und die Umprogrammierung sozusagen nochmal auf einer ganz anderen Ebene unterstützt. Das ist einfach so ein Kraftpaket, weißt du? Also für die Männer ist das ganz klar, wenn die in die Autowaschanlage fahren, dann einmal waschen, okay, ist ganz nett, aber wenn du noch waschen und wachsen und heiß führen und noch aussaugen und die Armatur noch sauber machen, dann ist einfach die Reinigung viel tiefgreifender. Und so mache ich das halt auch, wenn ich mit den Ölen arbeite. Ich integriere sofort jede Ebene, die sagt, dass sie integriert werden möchte oder angeguckt werden. Und in dem Zusammenhang, das für mich selbst zu machen, gehe ich halt so stark in die Selbstliebe hinein und in die Selbstfürsorge, dass auf einmal Punkte im eigenen System ganz weich werden, die immer noch so drauf gewartet haben, dass so Papa oder Mama das für mich machen. Und dann, ach komm, da könnte doch jetzt jemand mal noch. Und an der Stelle hatte ich mich selbst ganz verlassen. Da kam ich gar nicht mehr vor. Ja, in all diesen Loyalitäten für andere, was war bloß nie wieder gemobbt oder vernichtet werden. Und da auf einmal kommt sowas, es geht so total dazwischen in Zwischenräume, in denen ich vorher selbst in meinem eigenen Körper nicht vorgekommen bin. Und damit komme ich jetzt dahin. Und das ist so genial. Und das Thema Angst. Das wird auf einmal viel entspannter. Dann meine zweite Wunderwaffe.
Habe ich mir jetzt auch erst relativ neu zugelegt, weil ich einfach schon so unglaublich viele andere Öle ausprobiert habe. Einfach, was die so machen und was die so können. Das ist das Valor. Da weiß ich jetzt auch nicht, was drin ist. Heute geht es nur intuitiv. Was ich schon mal mega geil finde, das ist blau. Das hat so die Farbe des Meeres und des Himmels. Und für mich auch eine unglaublich krasse Schutzfarbe. Ja, man sieht das auch, das ist das blaue Öl. Für mich haben diese blau ummantelnden Öle eine unglaublich krasse Schutzenergie. Weißt du, jetzt wo ich dabei bin zu sagen, ich nehme meinen ganzen Raum ein und ich bringe diese Frauenarbeit nach draußen, Frauen zu unterstützen, in ihre Selbstliebe zu kommen und auf allen Ebenen überhaupt eine Wahrnehmung dafür zu entwickeln, weiß ich, ich wohne nämlich ziemlich in der Nähe vom Zeiler Hexenturm, ja, weiß ich, Schutz, wirklich uns auch den göttlichen Schutz und den göttlichen Segen zu holen, den Segen der großen Urmutter. Das ist so wichtig, dass wir energetisch total verbunden sind mit jeder anderen Frau, die ihren eigenen Weg geht und nicht da gucken, oh, Konkurrenz und was macht denn die und macht die das besser als ich oder so. Nein, geil, jede Frau, die das macht, super, super, super geil. Wir müssen zusammenarbeiten, Ladies, anders wird's nichts. Und den Mut, den nehme ich dann auch. Heute habe ich echt total das Gefühl, ich mache das mal mit dem Durchatmen. Und jetzt beim zweiten Mal nochmal mit Mula Bandha. Ja, ist spannend. Ich spüre es jetzt, wie es quasi so von der rechten Niere so langsam diagonal über das linke Bein runterfließt. Toll, das vernetzt also links und rechts für mich gerade miteinander. Das ist ganz toll. Und ansonsten reibe ich mir das auch noch auf die Thymusdrüse. Also für mich sitzt so zwischen der Thymusdrüse und dem Kehlchakra ein Bereich, mit dem ich ganz stark mich mit meinem hohen Selbst anbinden kann, wenn das frei ist. Ja, wenn das nicht frei ist, fühlst du da oft so einen Druck, ne? Wie so eine Platte auf der Brust. Das habe ich auch schon oft von Frauen gehört, die sagen, boah, es ist wie, als wäre meine Brust in so einem Schraubstock. Ja? Und da weißt du, wenn es da eng ist, ist zu wenig Raum für dich. Und da ich drücke da quasi erstmal so drauf und reibe dann so ein bisschen, dass so die Faszien da auch. Also, ich gehe mal, das kann ich jetzt vielleicht mal. Ich mache mich mal gerade ein bisschen groß. Ich zupfe dann die Haut so, ne, so raus und ziehe damit alles, was so fest und starr ist, so ein bisschen aus der Reserve. So, ne? So, und dann kommt wieder das Atmen. Das heißt, ich atme jetzt quasi nur bis zum Solarplexus. Und lass die Atemluft dann sozusagen, wo die Nieren sind, wie so ein bisschen in die Breite. So, ich nehme jetzt mal mit meinem ganzen Brustkorb meinen Raum ein. So. Und da hilft mir Valor, weil, ne, wenn Platz in meinem Brustkorb ist und ich in meinem Leben vorkomme mit meinen Begeisterungen und meinen Ideen, dann bin ich lebendig und dann kann ich auch andere mit meiner Lebendigkeit total inspirieren. Und dann kann ich auch authentisch sein, weil dann kann ich fühlen, was meins ist und muss nicht nur den anderen hinterherrennen, damit ich geliebt werde oder eine Daseinsberechtigung habe und irgendwo wohnen darf oder was auch immer. Genau, Valor, da ich Spanisch liebe, heißt ja auch der Wert. Und für mich ist es genau das, so dieser Mut, den eigenen Wert zu fühlen und dem einen Ausdruck zu verleihen. Und jetzt kam vor ein paar Tagen, Entschuldigung, es kam vor ein paar Tagen ein Tipp, den nehme ich jetzt auch einfach mal mit rein, weil ich es großartig finde, die Ölmischung Belief dazu zu nehmen.
die Ölmischung, Belief unterstützt den Glauben. Und dachte ich so, oh, den Glauben, eh nicht schon wieder glauben, was einem irgendjemand erzählt, was richtig oder falsch ist. Und da war ich erstmal so, okay, schauen wir mal. Und als sie dann gesagt hat, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, aber dass durch Belief der Glaube an die eigene Göttlichkeit, an die eigene Befähigung, an den eigenen Wert, etwas zu sein, ohne dass ich mich dafür anstrengen muss, dachte ich mir, ah, das ist ja ein bisschen bei mir so wie mit Loyalty. Also ich kann wirklich nur sagen, wenn du krasse religiöse Prägungen in dir trägst oder durch deine Eltern, Großeltern oder Ahnen mitbekommen hast, da ist oft so viel Verdrehung im Detail. Ja, du redest und sagst die gleichen Worte wie andere, aber dein System versteht was anderes drunter. Und permanent macht das einen Stress dann so im System, weil deine Programmierung dann auf eine Ansprache von anderen Menschen oft sehr gestört reagiert und vor allen Dingen unglaublich minderwertig. Ja. Ich habe in meiner Praxis auch viel mit Menschen aus religiösen Kontexten gearbeitet und ich habe das immer wieder beobachtet, wie schwer denen das fällt, überhaupt auch was anzunehmen, eine Veränderung, eine positive Veränderung anzunehmen, sich das wert zu sein. So, deswegen Belief. So, im Prinzip könnte ich mir den jetzt hinten an die Nieren nochmal machen, aber da ich ein Kleid anhab, mache ich das jetzt einfach nur im Energiefeld, in der Aura. Ich kenne mir jetzt also die Nieren aus damit. Klopf auch ein bisschen so wirklich unter den Schulterblättern, so. Das sieht man nicht so gut, ne? So mit den Händen so ein bisschen ab. Oh, und dann gucke ich mal noch. Okay, vom Herz will auch was raus. Das ziehe ich raus. Du kannst es genauso machen. Stellst dir einfach vor, wie du es packst und rausziehst, diese alten Bindungen. Und während du es machst, konzentrier dich auf das Gefühl, was es in dir macht. Ja, so. Stellst dir vor, okay, ich zieh's raus und dann fühlst du nach. Geht's raus oder kommen da irgendwelche Gedanken oder Gefühle hoch? Und dann arbeitest du einfach mit denen, ja? Gibt's auch tolle Videos zum Thema Klopfen. Kannst du deine Meridiane zu dem Thema klopfen oder kannst dich von mir körperlich verwöhnen lassen und das mit meiner Körperarbeit mit mir zusammen machen. Whatever. Das machst du, wie du es für richtig empfindest. Genau. Jetzt fühle ich noch mal rein, ob das noch an eine andere Stelle möchte. Ja, Kehlchakra, unbedingt noch mal Kehlchakra. Die eigene Wahrheit auszusprechen. Ne? Wie oft? Wer kennt das? Du bist total überzeugt, das und das werde ich jetzt sagen und dann gehst du hin und dann stehst du da und dann kommt nur noch Blubber raus. Genau. Ah, löst sich super. Also, jetzt habe ich super intensiv mit den Ölen gearbeitet. Ich bin da mal ein bisschen tiefer jetzt eingestiegen, damit du auch einfach mal ein Gefühl bekommst, wie arbeite ich damit und wie kannst du selbst damit für dich ganz alleine arbeiten oder mit jemandem zusammen. Genau. Oder wenn du mehr von mir wissen willst, wie ich mit den Ölen arbeite, dann like doch einfach das Video oder stell eine Anfrage unten im Video, was dich interessieren würde, welches Thema, welche Energietransformationsarbeit und dann schaue ich, welches Öl dazu passt. Genau. Ja, dann würde ich sagen, wenn du jetzt mitgearbeitet hast an deinem eigenen System, ne, ich gebe die Öle einfach immer in den Raum. Das heißt, die Energien sind da. Über das Video bist du genauso mit diesem Energiefeld verbunden. Und trinke bitte, bitte mindestens 2 Liter Wasser jetzt, wenn du damit gearbeitet hast. Ich werde das jetzt tun. Und ich kann nur noch eins sagen. Ich fühle mich jetzt sowas von entspannt. Ja, ich freue mich total jetzt und bin super happy und super entspannt, dass ich mutig war, mich mit meiner Schüchternheit zu outen. Und ja, jetzt ist irgendwas in mir entspannt. Also das war jetzt für mich so eine Live-Heilhandlung für mich selbst. Und es ist unglaublich, was
da so passiert, ja. Also, wenn du echt Lust hast, das auch zu erfahren und neugierig bist auf Austausch, auf sich kennenlernen, auf miteinander Erfahrungen teilen, was auch immer. Du bist total willkommen. Melde dich bei mir. Tja, das war's mal wieder von mir heute. Und weitere Videos zum Thema Selbstliebe und in wie viel tausend Aspekten wir uns da drin erlösen und heilen können, teile ich in der Zukunft. Stück für Stück, nach und nach. Bis dann, alles Liebe, eure Tabitha. Hast du auch Lust auf mehr Lebendigkeit und Lebensfreude? Magst du mit Gleichgesinnten erforschen und erfahren, wie dein Leben lustvoller, magischer und leichter wird? Dann fühl dich herzlich eingeladen, zu meinen Gruppenabenden, Seminaren und Einzelsessions zu kommen. Anfragen gerne an deintermin@tabithasuguna.de. Aktuelle Veranstaltungen und alles rund um meine Arbeit findest du auf meiner Webseite tabithasuguna.de. Schau doch vorbei, ich freue mich auf dich.